Hallo, herzlich willkommen zu einem, ich gestehe es gleich zu Anfang, einem eher unerfreulichen Thema. Mein Thema heißt heute Teilungsversteigerung. Ja, Versteigerung klingt schon mal sowieso nicht gut, ich weiß, aber wie kommt man zu diesem Begriff überhaupt? Ich will es mal kurz herleiten, wie man in die Situation kommen kann. Eheleute oder Partner erwerben gemeinsam ein Haus. Ich denke, das ist ein klassisches Beispiel. In besten Zeiten erwirbt man halt zu gleichen Teilen eine Immobilie. Wir Juristen sagen, jeder erwirbt eine ideelle Hälfte. Und was heißt das genau? Das heißt, dass nicht jeder Eigentümer einen bestimmten Raum, ein bestimmtes Zimmer als sein Eigentum erklären kann, sondern das gesamte Haus gehört allen beiden Partnern zu gleichen Teilen. Jede Fliese, jeder Stein, jede Glühbirne gehört jedem zur Hälfte. Das ist, klingt gut, aber wird zu einem Albtraum, wenn diese Partnerschaft zerbricht. In besseren Zeiten gab es natürlich keinen Grund, eine Nutzungsregelung zu treffen, zu sagen, du darfst im Sommer das Haus nutzen, der andere im Winter. Aber jetzt geht's los. Jetzt, der eine ist ausgezogen, möchte gerne das Geld haben. Der andere oder die andere sagt, ich bleibe in dem Haus, ist wunderbar hier. Aber hier sehen will ich dich auch nicht mehr. Dann geht es um die Tragung der Kosten. Vielleicht ist noch eine Hypothek zu bezahlen. Also da können große Probleme auftreten, die man eben nicht bedacht hat, wenn man gemeinsam gekauft hat. Und da gibt es glücklicherweise Gesetze für, die dem genervten Miteigentümer eine Chance eröffnen, aus dieser Zwickmühle herauszukommen. Im deutschen wie im spanischen Recht gilt, dass kein Miteigentümer gezwungen werden kann, gegen seinen Willen in einer Eigentümergemeinschaft zu bleiben. Das ist in Deutschland wie in Spanien so. In Spanien erst relativ vor kurzem im Jahr 2015 gesetzlich geregelt. Das gilt übrigens für jede Art der Miteigentümergemeinschaft, Erbengemeinschaft oder sonstige Gruppen von Personen, die gemeinsam eine Immobilie erwerben. Wenn also dieser Zeitpunkt kommt, kann jeder der Miteigentümer einen solchen Antrag stellen, nämlich den auf Teilungsversteigerung. Er muss in einem Vorverfahren oder einer Vorstufe, besser gesagt, muss er den anderen Miteigentümern mitteilen, Achtung Leute, lasst uns bitte eine Einigung finden, weil ansonsten werde ich die Teilungsversteigerung einleiten. In notarieller Form muss das geschehen, requerimiento notarial heißt das, und erst wenn diese Maßnahme nichts fruchtet, kann er den entsprechenden Antrag stellen. Da muss bei Gericht eingereicht werden natürlich eine genaue Bezeichnung der Immobilie, eine Grundbuchbestätigung natürlich, möglicherweise kommt hinzu eine Aufstellung der eigenen Versteigerungsbedingungen, beispielsweise, dass er dem Ergebnis zustimmen muss und ähnliche Dinge mehr. Das kann man also tun. Natürlich gehört auch ein Wertgutachten, wie bei jeder Versteigerung, in dieses Verfahren hinein. Das spielt aber hier nicht so eine große Rolle, denn hier gibt es ja keine Dritten, keinen Gläubiger. Also egal welcher Preis wird der Zuschlag erteilt, aber ein Gutachten muss in jedem Fall auch vorgelegt werden. Die Mieter müssen angegeben werden, falls vorhanden. Es könnte auch alternativ übrigens, wenn alle Beteiligten einverstanden wären, ein Maklerbüro mit dem Verkauf beauftragt werden. Aber das ist eher eine exotische Alternative im Gesetz, denn gerade wenn das der Fall wäre, dann bräuchte man gar nicht die Teilungsversteigerung. Der Rechtspfleger, der den Antrag erhält, wird dann nochmal eine Grundbuchbestätigung einholen, in der alle Lasten und Belastungen aufgeführt sind. Die braucht er natürlich und dann wird er einen Termin bestimmen. Und die Zwangsversteigerung findet auf elektronischem Wege statt. Bitte beachten Sie dazu mein Video, das Sie sehen werden, nämlich zur elektronischen Zwangsversteigerung. Und es wird im elektronischen Portal des Boletín Oficial de Estado dann entsprechend veröffentlicht. Das bedeutet also, dass die Bieter nicht zu einem Termin im Amtsgericht erscheinen müssen, sondern per Internet ihr Gebot abgeben können. Bei der Teilungsversteigerung gibt es kein Mindestgebot. Das heißt, wer immer das höchste Angebot abgibt, wird zum neuen Eigentümer der Immobilie. Auch Dritte können mit natürlich bieten, müssen aber dann die Bietersicherheit von 5% bei Gericht vorher hinterlegen. Anders ist es natürlich bei einem Miteigentümer, der muss keine Bietersicherheit hinterlegen und wenn er den Zuschlag erhält, auch natürlich nur den Betrag bei Gericht hinterlegen, der nicht seinem Anteil entspricht. Eigentlich schade, dass es solche Verfahren gibt. Aber sie wären eigentlich vermeidbar. Denken Sie daran, wenn jemand verkaufen möchte, muss man nur ein Angebot machen und sagen, pass auf, das ist der Preis, den biete ich dir an für meine Hälfte.
aber ich bin auch bereit, zu dem gleichen Preis an dich zu verkaufen. Dafür gibt es viele andere Mechanismen, die so schöne Namen tragen, wie Texas Shootout oder Russian Roulette, mit denen diese Verfahren einer Einigung beschrieben werden. Ich hoffe, es kommt in den Fällen der Zuschauer, die mir zuschauen, hoffentlich nie dazu. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen.